Hallo Fotofreunde. Ach, ist schon soweit. Ja, sicher. Ist Weihnachten bald. Es weihnachtet sehr. Ja. Was machen wir heute hier, Padawan? Ja, die angekündigte Fotobesprechung. Richtig. Inklusive Wahl der drei besten Bilder des Jahres. Die eingereicht wurden. Die eingereicht wurden und die dementsprechend auch einen schönen Preis bekommen. Richtig. Wir machen es mal spannend. Ne? Ich hatte ja im letzten Foto Friday, der war glaube ich sogar ein Foto Sunday, angekündigt, dass es eine kleine Verlosung, ein Gewinnspiel gibt. Es wird ja nicht verlost, sondern wir maßen uns an, von 407 Bildern unsere drei Lieblingsbilder zu küren. Das beste Bild, das wird als allerletztes vorgestellt. Der erste Preis also ist ein Small Rig Cage für eine Z8. Zweiter Preis ist ein Small Rig Cage für eine ZV1. Und der dritte Preis ist von Per Gear ein Compact Flash Express Kartenlesegerät original verpackt. Das ist doch toll, oder? Das ist super. Ihr habt auch viel mitgemacht und das war schwer, ne? Ja. Wie viele Tage haben wir jetzt davor gesessen? Weil, und ich glaube, würden wir morgen nochmal bewerten, wird es wahrscheinlich nochmal anders ausgehen, ne? War schon eine Zeit, die wir dafür gebraucht haben. Wir haben es ja natürlich auch vernünftig gemacht. Wir haben uns jedes Bild wirklich angeguckt. Richtig. Und es ist total schwierig. Deswegen alle die, die jetzt nicht dabei sind, seid nicht enttäuscht. Weil manche Bilder sind jetzt hier noch mit drin, die auch weit gekommen sind. Wo wir dann aber den einen oder anderen Grund dabei dann vielleicht auch nochmal erklären werden, warum die dann nicht die ersten drei gemacht haben. Da gibt es natürlich keine Allgemeingültigkeit. Das ist nur unser Gefühl, was uns da antreibt. Richtig? Genau. Ja, wir machen es echt spannend jetzt. Ne? Also, zum Verständnis, ich habe jetzt noch nicht mal geguckt, ob der Bildersteller drin ist. Liebe Gewinner, wenn ihr nachher seht, dass euer Bild da ist, über info@ anschreiben. Ich brauche dann eine Versandadresse, damit ich eure Präsente euch dann auch zukommen lassen kann. Wenn das innerhalb einer Woche nicht passiert ist, dann, ja, dann rucken von hinten neue Bilder nach, weil ich will das hier ja quitt werden. Ja, so. Und die Bilder von 1 bis 9. Oder nee, von 1 bis 8, ne? Von 1 bis 9, die sind jetzt ohne Wertung. Also es ist jetzt nicht der schlechteste, das etwas bessere und so weiter. Die sind jetzt ohne Wertung. Die waren aber auf jeden Fall auch interessant. Und Platz das 10., das 11., das 12. Bild, das sind dann 3, 2, 1. Ne? Habe ich jetzt richtig gesagt? Das ist, so, dann starten wir jetzt mal die Bildschirmaufnahme. Fangen wir mal an mit dem ersten Bild für heute in der Bildbesprechung. Ich sehe schon, Padawan, es juckt dich, dann hauen wir mal raus. Nö, das juckt mich nicht. Möchtest du was trinken, Junge? Ich habe, glaube ich, das ist ja eins der Bilder, das du auch in die nähere Auswahl gebracht hast. Mhm. Mir persönlich ist das zu futuristisch mit diesem verzogenen Boot, in Anführungszeichen, durch die Langzeitbelichtung. Ja. Also mir persönlich bringt dieses Bild jetzt gar nichts. Und deswegen glaube ich, ist es besser. Auch wenn du... wenn ich da was zu sag, warum, genau, in die, warum du das da reingebracht hast. Also nicht, dass ihr denkt, der Padawan wird hier weggedrückt mit seiner Meinung. Nein, nein, nein. Nee. Das ist jetzt. Aber der hat gesagt, mach mal. Also blaue Stunde, Komplementärfarben, die haben mich angesprochen. Da reagiert mein Auge drauf. Blauer Himmel, dann die gelben Straßenlaternen. Blendensterne, hier wurde abgeblendet vom Dirk. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber bei dieser Hafenszenerie, mich hat das, was du als futuristisch bezeichnet hast, ist gerade das, was mich gecatcht hat. Weil es ist jetzt so lange belichtet, dass es futuristisch aussieht, aber nicht so lange, dass man überhaupt nicht mehr erkennen kann, den Kontext, was das ist. Und das fand ich halt sehr, sehr gut gelungen, diese gewählte Belichtungszeit. Ja, ich würde mal sagen, das sind 10 Sekunden, Dirk. Weil die Fähre ist am Anlegeprozess, so richtig schnell wird die nicht ranmetern. Die Fähre ist im linken Drittel, fährt also rückwärts, also ins Bild rein, das gefällt mir. Unten das Geländer ist so im unteren Drittel, also hier ist auch durchaus ein Bildaufbau, den man so erkennen kann. Ja, das sind so die Punkte, die mich da angesprochen haben. Und ich mache natürlich auch Lampen, ne? Guck mal, hier so eine Kugellampe mit so einem gelben Leuchtmittel. Ja, das ist, ne? Kurze Kelvinzahl, kleine Kelvinzahl, um 3000. Mögen wir, ne, Padawan? Ja, wunderbar. Ja. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Bild. Ja, Padawan. Das war, wir haben lange diskutiert, ob das auch möglicherweise ein Siegbild sein könnte, ne? Ja, weil das Bild an sich, was ist das für ein Vogel? Eule. Eule, Kauz. Irgendeine Eule, Kauz. Irgendwie sowas. Ein Bartkauz vielleicht. Ein Bartkauz, wegen genau. Dem Bart. Grundsätzlich von den Farben alle super. Eule auch sehr scharf. Super scharf. Dann hier eine Maus noch gefangen.
alles gut, aber wir sind ja Wildlife-Enthusiasten und wollen dann auch Wildlife. Mhm. Und wie wir sehen, ist das hier alles so ein bisschen drapiert. Da ist so ein altes Wasserfass, Weinfass, da ist ein Ast drauf drapiert und von daher haben wir jetzt mal kombiniert, dass das in irgendeinem Vogelpark, Tierpark sein muss. Und das ist halt der Ausschließungsgrund, warum man nicht noch weiter nach vorne gegangen ist. An sich für uns. So. Ist übrigens eine Büscheleule, falls noch einer fragt. Hat nämlich der Wolfgang dazu geschrieben. Eine Büscheleule, ja. Barteule war doch gar nicht so verkehrt. Ja. Ne, an sich das Bild. Tippitoppi, ne? Cool, schön scharf, auch vom Auge her. Ja. Wunderbar, aber wie gesagt, der Ausschließungsgrund war dann halt, dass das irgendwo in irgendeinem Park war, was wir nicht wollen. Wie gesagt, versteht uns da nicht falsch. Ihr macht das so viel ihr wollt. Wir persönlich mögen halt nicht diese Ansitzhütten. Ja, ich habe es auch mal gemacht, aber deswegen habe ich meine Meinung jetzt dazu. Das ist so ein bisschen, ich sage immer, wie Spielzeug-Eisenbahnlandschaft. Ne? Ja, es sieht echt aus, aber naja, es ist einfach zu schön, zum wahr zu sein. Guck mal, auch von der Bildkomposition. Schön Eckenläufer, ne? Wir haben schöne Tiefe. Also da ist ja ganz viel toll gemacht. Und wie du schon sagst, die Schärfe dieses Orange des Auges, ne, ist richtig geil. Mhm. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich irgendeine Greifvogel-Show gewesen sein, keine Ahnung. Aber nicht verzagen ist ja auch nur unsere Meinung. Aber deswegen hat es das tolle Bild nicht unter die ersten drei geschafft. Ja, also vom Bild her. Da waren wir uns einig, ne? Das hat uns beide gecasht. Genau, man sieht das und sagt, jo, das ist mal was Besonderes. Ja. Ich natürlich als kleiner Novize habe erstmal wieder mich gefragt, wie geht denn sowas, wie fotografiert man sowas? Habe ich dir dann erklärt, ne? Erklärt? Sebastian hat einfach Luftballone mit Helium genommen und genau. Die haben das Model dann angehoben. Genau, besonderer Helium, besonderes Helium da reingebracht. Genau, das Menschenhelium. Ja, aber an sich, das Bild von der Gestaltung her, sehr scharf. Ja, ist mal was anderes, sag ich mal. Ja. Nicht so das klassische Porträt, passt alles in der Mitte gesetzt, die Bäume an der Seite. Ja. Tiefe Position gewählt, ist halt was Besonderes. Richtig. Ich glaube, dass dieses Genre der Fotografie Leviathan-Fotografie heißt, ne, wo man die Menschen im Schwebezustand abbilden möchte. Und ich sag mal, den Spot hat sich der Sebastian, glaube ich, sicherlich auch wegen der schönen Baumreihe und dieser Flucht, dieser Tiefe gewählt, würde ich ganz genauso machen. Hier vorne haben wir so einen schönen Schärfeverlauf und die Schärfe ist wirklich genau auf dem Model. Das sieht man auch schön hier an den Strukturen. Sie hängt da komplett verträumt in der Luft. Ja, also ich kann jetzt auch nur mutmaßen. Wahrscheinlich hat das Model hier irgendwo auf einem Hocker so draufgelegen, was vielleicht auch Rückenschmerzen macht. Und die Kunst ist das halt rauszubasteln. Und da sieht man hier noch so ein bisschen, der Bereich sieht ein bisschen, finde ich, komisch aus. Und der Bereich ebenso. Was natürlich jetzt riesig vergrößert ist. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht besser hinkriegen. Also so betrachtet passt das alles. Ja, ganz, ganz tolles Bild. Tolle Idee und auch mal nicht so eben umzusetzen. Ne? Nee. Klasse. Müssen wir auch mal machen, oder? Aber wir kriegen ja eh keine... Mir brauchst du aber 8 Ballons. Ja, wir kriegen auch eh keine Models mehr. Ja. Ja, Padawan, machen wir weiter mit dem nächsten Bild. Das ist ein hässlicher Vogel, ne? Also die grauen Pelikane, die braune heißen, die hatte ich jetzt unlängst in Amerika auch. Hübsch sind die nicht. Ja, aber es ist ein tolles Bild. Ist ein cooles Bild. Ne? Du hast hier einmal, ich sag mal, Sand. Ja. Dann ein bisschen noch vom Meereswasser, was da aufschäumt. Alter, aber die Gicht, ne? Oder Gischt. Gicht ist was anderes, was wir eine Knochen Gicht haben. Ne? Gicht ist das, was wir eine Knochen haben. Ja. Ne? Und dann auch im Hintergrund schön verwaschen. Mhm. Mögen wir. Der Vogel an sich macht einen scharfen Eindruck. Definitiv. Ja, guck dir mal die Strukturen hier im Gefieder an. Ja. Also das ist schon. Also das ist ein Foto, was mir persönlich ganz besonders gefallen hat. Ja, aber was habe ich dann gesagt? Was stört uns? Nicht, was uns stört, was dich stört. Okay. Dass der aus dem Bild rausguckt und das hätte anders geframed sein müssen. Also ein bisschen weiter der Vogel nach links, dass der in das Bild reinschaut. Mir persönlich wäre das jetzt in dem Moment egal. Auch, da ne? bin ich Revoluzzer. Ja. Das Bild finde ich top. Richtig cool. Schön. Ja, und vorne mit dem Vordergrund, ne? Und hier durch die Tropfen haben wir nochmal so einen kleinen Störer im Vordergrund. Toll. Ach, ein bisschen weiter nach links. Oder wenn der Kamerad den Kopf nach rechts gedreht hätte, das wäre auch geil gewesen. Ja, aber schon gut.
Dann kommt der nächste gefiederte Freund. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich hier manipuliert werden soll in meiner Ergebnisfindung, weil ich bin ja der Gänsefotograf, das wisst ihr ja, ne? Das ist eine Nilgans, eine kleine, ne? Aber ich fange einfach mal an. Mich hat das Bild, ich musste sofort lachen, hat mir gute Laune gemacht, weil, guck mal, die quakt da so ein bisschen rum und kleine Tiere, die haben ja immer einen Niedlichkeitsfaktor, ne? Das ist ja wirklich so, ne? Du kannst ja, egal ob bei Hund, Katze, wenn die klein sind, sie ja nochmal niedlicher als in echt. Also den Ausdruck von dieser kleinen Gans, die ja wahrscheinlich den Eltern da hinterher quackt, finde ich schon mal richtig geil. Die Schärfe und mit diesem ganzen Flauschgefieder, das ist geil. Aber auch vom Bildaufbau. Wir haben es fast mittig, vielleicht ein bisschen rechts. Sie schaut auch jetzt schön ins offene Bild rein. Das Auge ist auf dem oberen Drittel. Aber wir haben halt im unteren Drittel auch noch so mal einen Kantenverlauf von dem Gras. Also auch hier nochmal den Ast hier vorne so als Störer. Wenn ich da noch irgendwas anders gemacht hätte, ich mag ja grün nicht, das ballert mir jetzt zu viel. Ich hätte hier noch einen Verlaufsfilter bis hier, bis zum Balch gezogen und dann das Grün entsättigt. Das wäre das, was ich noch gemacht hätte. Alles gesagt. Ja? Sehr knuffig. Du magst Gänse auch, ne? Ich mag Gänse auch. Welche Vögel magst du denn am meisten? Ich? Ja. Aktuell die Papageien, doch. Oh. Puffins. Ja. Puffins. Boah, vielleicht kommt da ja auch nochmal ein Bild von einem anonymen Zusender. Bestimmt. Ja, mal ein Porträt. Porträts haben wir ja nicht so oft. Boah. Da steht was. Ja, das ist der Markus Rassert. Das sehe ich an dem Logo. Zwar sehr dezent, aber dennoch da. Mhm. Ich freue mich immer über Porträts. Ja, das sieht, finde ich, wahrscheinlich war es dann intensiv aus. Schon so vom Look, finde ich, sehr analog sieht das aus. Ja, das Model ist an irgendeiner Oberfläche mit der Stirn. Hier finde ich den Anschlag auch überhaupt nicht schlimm, weil das Licht bricht sich so schön im Gesicht, auch wenn eigentlich die Schärfe gar nicht passt. Ne? Schaut mal, die Schärfe sitzt auf den Rasterlocken. Aber das ist für mich ein Bild, ich kann das ja auch nicht begründen, das passt einfach. Da finde ich das gar nicht schlimm. Vielleicht wäre es anders noch geil, aber ich finde es trotzdem geil. Schön wie so eine Spiegelung hier. Ich weiß nicht, ob das hier eine Dukebox ist oder ähnliches. Möglicherweise guckt sie und überlegt, was sie spielen soll. Keine Ahnung. Also tolles, stimmungsvolles Bild. Und hier, glaube ich, ist Schwarz-Weiß auch ganz cool, weil hier die bunten Farben vielleicht die Aussage ein bisschen konterkarieren könnten. Einzige, das macht der Markus Gernert, weiß ich. Ich weiß nicht, was mit dem Bildformat ist. Das sieht mir für 4:3 zu viereckig aus. Ah, ich bin ja immer so, ich hänge ja immer in meinen Standardgrößen fest. Was meinst du? Ja, das ist ein bisschen beschnitten, definitiv, aber wie du schon sagtest, also das passt wie ein Arsch auf den Eimer schwarz-weiß. Also da jetzt mit Farben gearbeitet, glaube ich, wäre das Bild nie so zur Wirkung gekommen, wie es jetzt ist. Mhm. Und ja. Dann hat es ja hier noch so zwei so Sachen da. Genau, muss ich Ohrschmuck. Machen. Ohrschmuck und einmal im Zopf ist auch irgendwann eingeflochten. Ja, ist noch so ein kleiner Eyecatcher. Ne? Nochmal, wo man hinguckt. Aber, ja. Ja. Passt. So, fang du mal an. Jetzt sagst du wieder, das habe ich mir ausgesucht. Genau, das ist wieder so ein Ding. Ich sag mal, ich hatte da jemanden im Verdacht, der das Bild gemacht hat, weil der ehrenwerte Jurok, der hat das auch immer drauf. War er aber nicht. Nee. Ja, eine Fensterfront, eine riesige. Klar, da kannst du ja dann gleich nochmal drauf kommen mit kleinen Details, die dich angesprochen haben. Mir persönlich. Das waren wir uns nicht einig, ne? Nö, das sagt mir jetzt wieder nichts so. Auch jetzt aufgrund der Details, die ich gesehen habe, aber die mir jetzt nicht so ein Juhu ins Gesicht zaubern. Da ist ein Bild von einer Fensterfront. Mhm. Das war es auch schon, okay. Weil ich da drin sehe. Also ist jetzt nicht so mein Style. Mich hat das deswegen angesprochen, weil ich es nicht gerafft habe in der ersten Sekunde. Also da siehst du, der Padawan ist schlauer, der hat sofort die Fensterfront erkannt. Ich dagegen dachte, boah, ist das hier, keine Ahnung, Mini-Steck oder ist das irgendwie ein Kreuzworträtsel? Und erst als ich den Menschen hier oben gesehen habe, so als Referenz, als Bezugspunkt, da hat mein Hundehirn dann Klick gemacht und dann wusste ich es. Genau. Ja. Und ich mag immer Bilder, die ich nicht sofort verstehe. Und das ist einfach der Grund, warum ich hier hängen geblieben bin. Wenn man natürlich mit so einer großen Intelligenz wie der Padawan gesegnet ist, dann hat er solche Momente nicht, habe ich richtig gesagt, ne? Das ist richtig. Genau, ja, hab schade. Ich sofort erkannt. Und ja, da bleibt hier aber auch solche Kunst manchmal verborgen, ne? Ja, ja. Ich kann mich da nicht immer ganz reinlegen und rein versetzen. Ja. Ja, schönes Bild, Stefan, gefällt mir. Auch das hier nochmal einfach so diese dunkle Reihe durch diese weißen Elemente aufgelockert wird und wenn man genau hinguckt, ist in einem Fenster eine leicht bekleidete Frau. So, ich schau mal eben, ja, da vom Werner,
Du hast mehrere Bilder eingesandt, aber dieses gefällt mir. Ja, tolle Schärfe, aber Bienenfresser habe ich so noch nicht fotografiert. Toll. Aber toll ist eben auch, wie du das Bild komponiert hast. Wir haben den Ast, der fast als Eckenläufer funktioniert. Der sitzt im oberen, das Auge ist im oberen Drittel. Also ein schön klassischer Bildaufbau. Der Vogel, der ist so richtig schön vom Hintergrund freigestellt. Ja, der hat noch ein Catchlight im Auge, also kein totes Auge. Das Fieder kommt schön zur Geltung. Also das finde ich einfach ein tolles Bild, Werner. Ja. Kann ich mich nur anschließen. Also ich habe die selbst auch noch nie gesehen, aber der Vogel an sich, super, wie der da sitzt. Im Grunde genommen alle Regeln, die man so für den Bildaufbau bei sowas beachten sollte, hast du beachtet. Gibt es nichts. Auch nicht übertrieben jetzt mit Farben noch gespielt, dass da irgendwas noch gepusht wurde, dass das schon wieder unnatürlich aussieht. Das passt ja, einfach. Sehr natürlich auch von der Bearbeitung. Passt einfach. Das mögen wir. Ja, definitiv. So, Fotofreunde, und jetzt wird spannend. Das ist das letzte Bild außer Konkurrenz. Und dann gehen wir gleich mal Platz 3 von unserem Gewinnspiel. Ja, gibt es denn da irgendwie einen Kommentar, wo das sein könnte? Ja, ich weiß, dass der Christian aus Berlin ist. Das weiß ich. Also ich würde mal sagen Berlin. Ja, also auch da wieder. Ja, das könnte ja jetzt auch aus dem Ruhrgebiet sein, was wir besonders schön finden. Das ist nur so alte Zeit. Ich weiß nicht, was das ist, das Paradise. Paradise, ich Paradies, schätze mal einen Puff, keine Ahnung. Puff wird das sein, oder? Nee. Irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil das ist auf jeden Fall, das ist so oldschool. Da versetzt man sich wieder in seine Jugend. Ich finde das super. Das Bild an sich. Ist sehr minimalistisch, ne? Sehr minimalistisch. Schwarz-Weiß, finde ich, passt auch wieder super dafür. Ja, ich kann das jetzt auch schwer erklären. Ich finde sowas gut. So altes, abgerocktes. So, ja, wie gesagt, Ruhrgebietszahl, aber Berlin hat damit sicher auch seine Ecken, wo sowas dann stehen wird. Ich finde das toll. Ja, weil auch diese die Gardinen alleine, ja, das ist sofort von runtergekommen. Wenn das in Färbe wäre, wenn die gelb, von ja, Nikotin, schätze genau. Dann hier auch die Reflexion der Häuserfront und in interessanter Ambient-Beleuchtung. Und dann halt dieser Gegensatz, Paradies, ne? Und das ist ja alles anderes als paradiesisch. Einzige, was mich stört, ist, dass hier müsste irgendwie clean sein. Ja. Oder nochmal irgendwas total polarisierendes und ein bisschen mehr Bürgersteig hätte ich mir vielleicht auch noch gewünscht. Ja. Aber ich glaube, dieses Tool, das muss auch in Schwarz-Weiß, oder? Ja, definitiv. Das muss in Schwarz-Weiß, das geht gar nicht anders. Jetzt kommen wir schon zum Trommelwirbeln. Ja. Kannst du einen machen? Soll ich einen einspielen? Den machen. Genau, das nächste Bild, Fotofreunde, wird das Moped hier gewinnen. Wir können schon mal sagen, komm, wir machen das mal spannend, bevor wir es einblenden. Ist ein Wildlife-Bild. Und ich glaube, auf dem Bild sind Rentiere zu sehen, ne? Rentiere? Waren das Rentiere? Was hast du denn da gesehen? Ja, jemand. Elche, Hirsche? Nee. Kühe? Ja. Ich blende es mal ein. Sind das Rentiere? Das sind Rentiere, ja, ja. Würde ich schon sagen. Ja, da waren wir uns relativ einig, ne? Ja. Ich fange mal an. Bildaufbau gefällt mir. Tierhöhe, ne, der Fotograf ist relativ tief unten, das sieht man schön am Vordergrund. Dadurch hat man ja auch noch so einen kleinen Blur-Effekt. Ja, die Frage ist jetzt, was ist das für eine Blende? Ne? Also zu sehr abblenden ist auch möglicherweise risky bei so einem Bild, weil man möchte ja, die rennen ja nie so, wie man will, aber wir haben eigentlich eine Schärfeebene auf dem linken, auf dem mittleren und auf dem, ja. Also noch geiler wäre gewesen, wenn der Kamerad hier gar nicht da gewesen wäre. Ne? Ja. Also dann hätte man so drei so symmetrisch. Aber ich finde es halt auch immer, und da muss man, glaube ich, Glück haben, guck mal, die gucken alle in die eigene in die gleiche Richtung, sind alle schön hier im Sprung unterwegs. Ja gut, der hat jetzt sein Gehorn, sein Geweih hier vergessen, ne? Das wäre jetzt auch nochmal schön gewesen. Aber also, dass man halt auch noch so eine Symmetrie im Motiv hat, das ist bei Wildlife ja, man ist ja schon manchmal froh, nur eins scharf abzubilden. Ja. Dann haben wir hinten einen schönen Hintergrund durch diese diffuse Wolkenstruktur. Ja, und den darüber den blauen Himmel. Also der Horizont ist auch im unteren Drittel. Also auch hier haben wir wieder so einen Bildaufbau. Ja, ein toller Moment. Das gefällt mir. Das ist so das, was mir da so gefällt. Ist im Grunde genommen alles gesagt. Ne? Also, ja, aber es ist der Platz 3. Da muss der Padawan auch noch was sagen. Da muss der Padawan auch noch was sagen. Also wie gesagt, wenn dieses gleichmäßige Laufen, Rennen, wie auch immer man das
nennen mag. Ich persönlich finde auch immer gut, wenn dann im Grunde der Vordergrund schon so ein bisschen unscharf ist und sich das dann in das Hauptbild reinentwickelt. Das passt einfach. Ja. Mir persönlich hätte noch ein bisschen besser gepasst, wenn der Himmel ein bisschen mehr Struktur gehabt hätte. Mhm. Weil das jetzt, aber das Bild ist schon sehr, sehr gut. Jetzt sage ich mal was ich nie sage. Also ich hätte noch wieder einen gemacht, ich hätte einen Verlaufsfilter von unten nach oben gezogen, das hier noch so ein bisschen dunkler, damit der Blick noch ein bisschen mehr gerichtet wird. Aber ich hätte hier einen anderen Beschnitt gewählt. Da ist zu viel Himmel noch. Zu viel, hier oben ist zu viel toter Himmel. Hier hätte ich mir jetzt so einen 16:9 Beschnitt vorstellen können, dass rechts und links noch ein bisschen von der Landschaft mit drauf ist. Du weißt, was ich meine. Und weniger blauer Himmel. Oder sogar noch breitbildiger. Um diese Stampede der Mufflons, Rentiere. Aber wissen wir denn auch, wer das Bild macht? Ich hoffe mal. Tja, MK-Lichtbilder. Das ist lustig. Das überrascht mich jetzt. Mike, ne? Du weißt, wie du mich erreichen kannst. Herzlichen Glückwunsch zu. Ich hoffe, du hast Compact Flash Express Karten. Hier kannst du auslesen. So, nächste Trommelwirbel. Glückwunsch. Platz 2 hat ein Bild geschafft, wo ihr wahrscheinlich nicht mit gerechnet habt, weil es ist hochformatig. Aber ein gutes Bild kann auch hochformatig sein. Ja. Hat der Padawan sich durchgesetzt und hat gesagt, jetzt können wir von einem hohen Ross runter. Ja, fang mal an. Maestro. Ja, war halt Maestro. Top-Bild. Farblich finde ich das super. Bild auch mal klar, Hochformat. Aber du hast hier, jetzt nehme ich mal die Maus, hier haben wir diese Bahn, die Hochbahn, wo immer die sein mag. Hamburg bestimmt. Ist das Hamburg? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Sollen wir mal vergrößern oder was? Vielleicht steht es da oben drin. Ich guck mal eben. Oh, aber ist ja das Wappen, Stadtwappen von Hamburg. Hamburg. Frag mich doch. Ja. Oh. Guck mal, wir können jetzt sogar auch den Schaffner sehen. Ich glaube, das ist der Schwager von Thomas. Wie gesagt, farblich. Dieses Gebäude hier und alles schön in so einem Grau gehalten und dann halt die Bahn und so ein paar Sachen noch hier in dem schönen Orange. Das Bild finde ich super. Hier noch eine Spiegelung. Genial. Ne? Die Front schön scharf, nach hinten auch so ein bisschen die Schärfe abfallend. Also finde ich super. Finde ich genial. Also das ist jetzt auch wieder ein Bild und also der Farblook ist eins, was mich total catcht, das Motiv aber natürlich auch. Das hat einen ganz eigenen Look, ist für mich aber nicht überentwickelt. Nö. Das kann man genauso machen. Ja. Und im ersten Moment raff ich gar nicht, dass es eine Spiegelung ist. Ich habe es jetzt erst wieder gerafft, der Padawan wusste es wieder eher, als wir reingezoomt haben, als wir gesehen haben, das ist ja der gleiche, der Schaffner da drin. Weil schaut mal, es ist ja keine eindeutige Spiegelkante hier zu sehen. Und hier unten ist ein Gitter drin, das fehlt hier jetzt schon aufgrund des Winkels. Also ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, das sind zwei Züge. Und auch hier der Hausbereich, ja, ist in Teilbereichen ähnlich, aber durch die, also intelligent gespiegelt irgendwie, ne? Dann haben wir hier auch noch so schön das Gegenlicht mit so einem diffusen, so ein Nebellicht, also super geil. Ja, das ist geil. Auch für Hochformat. Ja. Einziger Kritikpunkt, den ich jetzt habe, die Spiegelfläche kippt oben so ein bisschen, also es wird hier irgendwie die Spiegelachse dann so leicht nach rechts oben, ne, oder? Ja. Und wenn der Zug da noch ganz drin gewesen wäre, dann wäre es vielleicht sogar der erste Platz geworden. Ja, hätte sein können. Hätte sein können, ne? Ja, aber man weiß ja nicht, wie da die Situation vor Ort war, wie man da sich hätte noch stellen können, positionieren können, aber top. Richtig geil. So, der Marcel. Hallo Marcel, herzlichen Glückwunsch. A73. Hier, bitte kontaktieren. A73. Small Rig Cage für eine Sony. Also zumindest die richtige Marke schon mal für dich. Damit ich dir das zuschicken lassen kann, melde dich doch mal bitte bei mir. So. Padawan, du musst noch mal trommeln. Kommen wir, meine Damen und Herren, zum Platz 1. Cage für die Z8 von Small Rig. Ja, und das ist jetzt wieder spannend. Hier steht nichts dabei, gar nichts. Ja. Lieber Bildersteller, der dieses tolle Porträt gemacht hat, melde dich mal. Ja, ich finde es total ausdrucksstark. Es ist sehr offenblendig gemacht.
ein unheimlich schönes Catchlight im Auge, das Posing vom Modell, es ist, also ich kann da ehrlich gar nicht so viel sagen, das Bild, da habe ich mehrfach hingeguckt. Es ist, guckt ins offene Bild rein, im Bildaufbau. Hier finde ich das Licht- und Schattenspiel auch schön. Oftmals bei Porträts ist es mir zu hart, zu krass, dass es mir nicht gefällt. Hier passt das absolut. Jetzt kann man über einen Punkt strittig diskutieren, ob man die Schärfe hätte aufs zweite Auge ausdehnen lassen sollte, müsste. Da werden wir wahrscheinlich auch keine Lösung für finden. Mich hat hier diese Tiefen, die geringe Tiefenschärfe nicht gestört. Zieht mich sogar der Blick noch mehr auf das Auge mit diesem geilen, dieser kleinen Spiegelung, mit diesem kleinen Catchlight da drin. Ja. Weiß ich nicht. Für mich, das passt einfach. Das finde ich verdienter Platz 1. Ja, definitiv. Man sieht das Bild und sagt sofort, ja, es war von vornherein klar, egal wie der Platz jetzt ja, ist auf jeden Fall ist da dabei. Drin. So war das, genau. Weil man das sieht, ja. Und wie du schon sagtest, das ist genial und auch da säuft nichts ab. Selbst das Ohr sieht man noch. Manchmal ja. Hat man ja oft, dass jetzt halt von der Seite eine Seite ja. Schön ausgeleuchtet ist und dann die andere Seite komplett ja. Aus. Kann nicht mehr hinkommen, ja. Dass das dann dunkel ist, schwarz ja. Ist. Aber selbst das Ohr kann man hier noch sehen. Ich bin ja bei sowas sowieso immer dafür. Ich bin ja so für die Blicke der Models. Ja. Ja. Also, wenn die gut gucken können, das ist so mein Ding. Und das ist hier, der Blick ist sensationell. Ne, so weiß ich nicht, so abwesend, verträumt, das finde ich immer genial, so ins Nichts gucken. Ausdrucksstark. Ausdrucksstark und das ist das genau, was mich da abgeholt hat und deswegen auch mit Sicherheit verdient erster Platz. Herzlichen Glückwunsch. An wen auch immer. Genau, bitte melden, info@ und eine Woche hast du Zeit. Ja, liebe Fotofreunde. Danke fürs Mitmachen. Seid nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht unter den ersten dreien wart. Es ist ja auch der olympische Gedanke, der zählt ja auch, ne? Dabei sein ist alles. So sieht es nämlich mal aus. Ne? Wenn ihr übrigens auch bei unseren Abenteuern dabei sein wollt, ne, dann müsst ihr mal von dem Kamerad den Kanal abonnieren. Der braucht noch ein paar Follower. Oh ja. Der ist auch Künstler. Der produziert dann, wenn er Bock hat, aber da genau. Kommt wieder was. Ja, da kommt noch was. Mein Kanal könnt ihr übrigens auch abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, weil wir ziehen bald wieder los, ne? Das wird sich nicht verhindern lassen. So sieht es nämlich aus. Genau. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, ne? Tschüss.